Grüezi und willkommen zu dieser Session. Effiziente Serviceprozesse und eine schnelle SAP Field Service Management Einführung. Wie das möglich ist mit den Proaxia Acceleratoren, möchte ich Ihnen am Beispiel des Zählerwechselprozesses vorstellen. Mein Name ist Peter Brack. Ich bin für den Bereich FSM Consulting zuständig in der Proaxia. Die Proaxia Consulting ist eine international agierende Beratungsfirma mit Hauptsitz in der Schweiz. Unser strategischer Fokus sind die Vertriebs- und Serviceprozesse, insbesondere in den Branchen Einzelfertigung, Versorgungsunternehmen und Automotive. Branchenübergreifend sind wir seit mehr als 10 Jahren unterwegs mit Field Service Management Lösungen. Das sehen wir hier. Seit 2011 haben wir ganz viele Projekte gemacht mit einer Integration zu SAP. In 2011 war die Lösung noch eine Core Suite Lösung, die wurde ja übernommen im, ich glaube, 2018 von SAP. Wir haben mit Core Systems in 2011 die erste Integration gebaut, gemeinsam zwischen dieser mobilen Field Service Lösung und SAP ECC Backend. Seit diesen 10 Jahren haben wir sehr viele Projekte gemacht. Sie sehen hier einige Beispiele von Kundenprojekten und wir haben diese Erfahrung zusammengedampft in Acceleratoren. Wir haben gesehen, es gibt an verschiedenen Stellen durchaus Potenzial, um einen Prozess zu optimieren. Und da haben wir diese Acceleratoren gebaut. Das sind eigentlich wie Best Practices mit einem Implementierungsframework, wo wir kundenspezifisch ausprägen können. Das heißt, wir haben bessere optimierte Prozesse auf der einen Seite und wir haben eine schnellere Einführungszeit im Projekt, wenn wir diese Acceleratoren nutzen können. Wir haben zum Beispiel im Bereich für Versorgungsunternehmen haben wir einige solche Acceleratoren gebaut. Diese unterstützen diese Prozesse, die wir hier auf der Liste sehen. Den obersten, auf den möchte ich nachher noch eingehen, für die weiteren wie Hausanschluss, Bauprojekte etc. haben wir auch diese Acceleratoren zur Verfügung, um optimierte Prozesse schnell einzuführen. Ich möchte jetzt auf diesen Zählerwechselprozess mal eingehen und Ihnen zeigen, wie das so funktioniert. Vorher noch etwas, wo sind unsere Acceleratoren eingebaut? Vielleicht wichtig zu verstehen, was wir hier sehen auf dem Bild ist der Ablauf von eines End-to-End-Ablauf eines Serviceauftrags. Von ganz links kommt ein Trigger, wo der Kunde eine Anfrage hat, einen Auftrag, eine Anfrage, was auch immer, für eine Reparatur oder eine Instandhaltung. Im ECC Backend wird ein Serviceauftrag generiert. Dieser wird in der Planung, in der Plantafel einem Techniker zugewiesen. Und dieser erfasst die Daten des Jobs, die Daten, die Rückmeldungen und diese werden zurückgespeichert im SAP ECC. Jetzt haben wir hier an verschiedenen Stellen diese Acceleratoren eingebaut. Einerseits oben bei der Erfassung eines Auftrags in SAP. Das heißt, diese Acceleratoren sammeln da schon Daten im System und geben das diesem Auftrag mit, damit wir zum Beispiel, wenn wir eine Checkliste ausfüllen, damit wir schon Daten haben von den Objekten, zum Beispiel beim Zählerwechsel, dass wir schon das Equipment des Zählers schon mitgeben. Das sind Acceleratoren, die wir da beim Eingang brauchen. Dann auf dieser Seite hier unten beim Servicetechniker haben wir diese ganz spezifischen Checklisten gebaut, die eben diese Daten, die im ersten Schritt bereitgestellt werden, angezeigt werden in der Checkliste und entsprechend auch rückgemeldet werden. Das heißt, wenn der Servicetechniker hier abgeschlossen ist mit seinen Rückmeldungen und seine Daten ans Backend zurückgibt, haben wir hier im Backend dann auch einige von diesen Acceleratoren, wo
im Prinzip die Logik zur Verfügung stellen, wie das in SAP verbucht werden muss. Zum Beispiel beim Zählerwechsel haben wir dort eine Warenbewegung, das heißt, wir bauen einen Zähler aus und wir bauen einen anderen Zähler ein. Das muss natürlich nachher wieder in der Equipmentstruktur im SAP muss das stimmen. Und das ist, was unsere Acceleratoren da sicherstellen. Jetzt gehen wir auf dieses Beispiel des Zählerwechselprozesses. Der besteht im Prinzip aus vier Schritten. Das erste ist der Auftrag, der erstellt wird und beim Abspeichern zur Verfügung steht in der Plantafel zur Zuweisung eines Technikers oder mehrerer Techniker. Im Schritt 3 erfasst der Techniker, bekommt diesen Auftrag und erfasst seine Rückmeldungen, was er getan hat, welche Materialien er gewechselt hat etc. Und im vierten Schritt diese automatische Verbuchung, wie ich es vorher gezeigt habe in diesem Ablauf, den wir vorher gesehen haben. Gerne möchte ich mal jetzt am System was zeigen, eine kleine Demo, wo wir sehen, wie ein Techniker verplant wird. Für das habe ich ein kleines Video mitgebracht. Wir sehen hier die Oberfläche des Field Service Management und wenn wir jetzt hier die Plantafel, den zweiten Button unten starten, sehen wir die Plantafel als ersten Schritt. Im oberen Bereich sind die Servicetechniker, diese runden Bollen, und auf der rechten Seite oben sehen wir den Zeitstrahl. Und unten sind diese Aufträge, die erstellt wurden, stehen hier zur Disposition, damit die verplant werden können. Ich kann jetzt auf den Auftrag gehen und sagen, zeig mir die geeigneten Techniker für diesen Auftrag. Da gibt es verschiedene Kriterien, die man definieren kann. Das eine ist zum Beispiel Quickest, das gibt er mir jetzt. Der am nächsten zu diesem Serviceauftrag, zum Kunden ist, ist der Quickest. Das wollen wir jetzt aber nicht haben. Wir wollen eigentlich den Best haben. Und den Best haben wir hier so konfiguriert, dass er Skills haben muss. ZW-Skills wie für Zählerwechsel. Das heißt, wir nehmen diesen Servicetechniker, der uns das System eigentlich vorgeschlagen hat, das ist der Beste, der hat die Qualifikation und den kann ich auswählen. Wenn ich jetzt das gemacht habe, wir sehen, der Auftrag ist jetzt beim zweituntersten Techniker eingeplant. Das ist für einen Zählerwechsel ist es so, dass da kommt ein Techniker zu Ihnen nach Hause und will den in den Keller oder in die Waschküche, um den Gas- oder Stromzähler zu sehen und zu wechseln. Das heißt, es muss immer jemand zu Hause sein. Was ganz wichtig ist, ist hier die Terminabstimmung mit dem Endkunden. Und das ist, was wir eigentlich sicherstellen, wenn wir jetzt diesen Auftrag hier verplant haben, in der Plantafel steht er da, wird automatisch auch eine Mail verschickt. Und die Mail beinhaltet im Prinzip den Termin, wann kommt der Techniker und es besteht die Möglichkeit, durch das Klicken dieses Links direkt aufs SAP FSM Portal zu kommen, um diesen Termin neu zu legen. Das heißt, ich sehe hier, ist eine offene Serviceanfrage, ich sehe den Termin, wie er jetzt ist und ich möchte aber den Termin ändern, weil dann bin ich nicht zu Hause. Ich kann mir ein Zeitfenster, kann ich sagen, bitte am 16. zwischen 15 und 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, dass wir dann den Termin machen können. Und jetzt läuft die automatische Planung im Hintergrund und liefert drei Ergebnisse. Wenn der Kunde hier eines auswählt, wird direkt in der Plantafel dieser Termin diesem Techniker zugewiesen. Das sehen wir hier. Hier ist die Plantafel. Jetzt sehen wir, im Bereich oben rechts ist jetzt der Auftrag hingekommen, direkt automatisch aus der Verschiebung des Kunden. Jetzt können wir den bestätigen und dem Techniker senden oder wir können ihn hier auch, wie wir wollen, noch jemand anderem zuweisen. Aber der Termin ist für den Kunden fix. Wenn wir das machen hier in der Plantafel, geben wir den frei und der Servicetechniker bekommt eine Mitteilung, dass er jetzt eine neue Aktivität hat, um die er sich kümmern muss. Ich gehe jetzt auf das iPad. Das ist diese Lösung, SAP FSM läuft auf iOS und auf Android und ebenfalls auf Windows-PCs.
Wenn wir jetzt hier den Servicetechniker, genau, der hat diesen Serviceauftrag bekommen, kann den jetzt anklicken, diese Aktivität, und kann die Daten dazu anschauen, runterscrollen, was er alles sieht, die Equipments etc. Und für den Zählerwechsel gibt es jetzt hier eine ganz spezifische Checkliste. Das heißt, er wählt jetzt die Checkliste aus, bearbeitet diese Checkliste, und hier gibt er die Daten vom Ausbauzähler und vom Einbauzähler ein. Das heißt, als erstes in dieser Checkliste geht es darum, die Messwerte abzulesen. Es sind vier Messwerte, es sind zwei Richtungs-, zwei Tarifzähler. Das heißt, es gibt vier Messwerte. Ich habe jetzt hier zwei, den ersten und den letzten hier in dem Video. Aber ganz einfach kann man hier die Messwerte eingeben. Das ist jetzt der letzte. Und somit sind die Daten vom alten Zähler ausgelesen. Bei Bedarf kann ich jetzt auch noch ein Bild des Zählers machen. Das ist manchmal sehr, sehr praktisch, das zu haben. Und es ist auch so, dass das abgelegt werden kann nachher zu diesem Anschluss. Als nächsten Schritt geht es um den Einbau des neuen Zählers. Hier gibt es die Möglichkeit, dass wir direkt den Barcode einlesen. Der Techniker nimmt den Meter aus seiner Kiste und hat entweder einen Barcode direkt drauf oder in der Tüte und kann so den richtigen auswählen. Das ist sehr wichtig, weil dieses Equipment wird nachher automatisch in die Hierarchie wieder eingebaut. Man kann auch hier vom neuen Zähler ein Bild machen und noch Hinweise markieren. Und damit ist eigentlich der effektive Zählerwechselprozess abgeschlossen. Im nächsten Schritt, was die Versorgungsunternehmen machen, ist eine Befunderfassung. Das heißt, wenn ein Techniker vor Ort ist und er sieht etwas, was nicht gut ist, egal ob es direkt jetzt für seinen Einsatz ist oder wenn er sieht, an der Gasleitung ist was nicht gut, das haben wir jetzt gerade in diesem Fall, die Gasleitung wurde überbaut. Das heißt, man kann nicht mehr zum Zähler hinzugehen. Das gibt einen Befund, da wird jetzt ein Befund erfasst zu dieser Wohnung und zu diesem Kunden. Und das hat nachher Konsequenzen auch, also da wird der Energieversorger auf den Kunden zugehen und schauen, dass das behoben wird. Ich kann dann auch so einen Standardtext dazufügen, den wir da definiert haben, zu diesem Befund. Jetzt ist der Zählerwechsel komplett abgeschlossen. Ich gebe noch die Arbeitszeit ein, wie lange habe ich an diesem Teil gearbeitet, und kann jetzt diese Aktivität mit dem Checkout abschließen. Da wird jetzt der Bericht gespeichert und kann bei Bedarf unterschrieben werden, zum Beispiel vom Kunden. Das ist aber voll konfigurierbar und bei Bedarf kann man das tun. Jetzt haben wir den Service-Support komplett abgeschlossen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass der Techniker synchronisiert sein mobilen Device, also ein iOS oder den Laptop. Er synchronisiert die Applikation, und beim Synchronisieren werden alle Daten, die er jetzt erfasst hat, zurückgeschrieben ins SAP. Und hier, wie vorher gesagt, haben wir ziemlich viel Logik gebaut, damit dieser Wechselprozess praktisch automatisch verbucht werden kann. Das heißt, dass nicht manuell noch irgendwie Equipments verändert werden müssen oder Materialien erfasst oder so etwas. Das ist komplett in diesen Accelerators abgedeckt. Das waren die vier Schritte. Technikerplanung und was dort wichtig war, ist der Einbezug des Endkunden, dass wir da wirklich auch nicht für nichts hinfahren. Das passiert sehr oft, wenn man das nicht tut. Was sagen unsere Kunden, wenn wir FSM, SAP, Field Service Management implementieren? Bei Oerlikon Medco zum Beispiel ist der ganze Ablauf 50% schneller, also von der Planung, vom Techniker und vom Backoffice. Bei Energie 360, die können 70% aller Aufträge, die da zurückkommen, direkt automatisch verbuchen, ohne manuelle Interaktion. Und bei Cardex
konnte der Zeitraum von der Leistungserbringung bis zur Fakturierung um 60% reduziert werden. Das sind doch schöne Messwerte, die wir da erreichen konnten. Was ich Ihnen mitgeben möchte, sind drei Punkte. Das erste, diese Digitalisierung der Field-Service-Prozesse mit SAP FSM bringt messbaren Nutzen, haben wir eben gesehen. Der zweite Punkt, um effiziente Prozesse und eine schnelle Implementierung zu unterstützen, können wir mit diesen FSM-Acceleratoren von Proaxia wirklich punkten. Also hier können wir die Prozesse, die End-to-End-Prozesse, sagen wir mal, anwenderfreundlicher machen, weil höher automatisieren und auch die ganze Integration höher automatisieren. Das ist möglich mit diesen Proaxia FSM Accelerators. Und der dritte Punkt, wir sind seit 10 Jahren unterwegs mit der Field-Service-Management-Lösung von CS Core Systems nach SAP. Wir würden uns freuen, Ihr Projekt gemeinsam zu machen. Vielen Dank und das war's. Wiedersehen.